Ja, wir sind gerade frisch aus unserem interfraktionellen Treffen aller bildungspolitischen Sprecher der Länder. Das Treffen war sehr gut besucht. Die Themen über Corona zur Ukraine-Krise und die Bewältigung dieser in den deutschen Schulen war sehr virulent. Wir haben eine Resolution besprochen und auch beschlossen zur bestmöglichen Beschulung von ukrainischen Flüchtlingskindern, die diese auf die Rückkehr vorbereiten, und zwar nach den Forderungen der Ukrainer. Ja, und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Unterschied, wo wir gesagt haben, dieses Mal haben wir es ja tatsächlich mit echten Kriegsflüchtlingen zu tun, die gerne wieder in ihre Heimat zurück wollen. Und deshalb haben wir gesagt, kann man die Erfahrungen von 2015 nicht eins zu eins auf die Situation jetzt 2022 übertragen. Und deshalb, wie Nicole Höst es schon angesprochen hat, wollen wir hier auf die ukrainischen Interessen eingehen. Das heißt, Beschulung erstmal auch in Sonderklassen, Beschulung auch nach weitgehend nach ukrainischem Lehrplan und erst in einem zweiten Schritt dann die Möglichkeit eröffnen, auch in deutsche Regelklassen überzuwechseln. Ja, unsere Resolution hat eine ganze Reihe von Punkten, die wir ins Gespräch bringen wollen. Und wer das genauer wissen möchte, schaut morgen in die Pressekonferenz. Da wollen wir das nochmal im Detail vorstellen. Das andere große Thema heute waren Corona-Maßnahmen, die in den Ländern natürlich sehr unterschiedlich gehandhabt worden sind, und ein genereller Aufreger ist einfach, ich weiß nicht, wie du das siehst, Götz Frömming, die Impfpropaganda an den Schulen. Ja, das ist in der Tat schon erschreckend. Eigentlich würde man sich doch hoffen, dass wir jetzt auch mal unseren Freiheitstag fordern. Ja, manche Schüler haben sich seit ihrer Einschulung noch nie ohne Maske gesehen, geschweige denn die Lehrer. Unsere Forderung ist hier ganz klar, weg mit den Masken, weg mit den Maßnahmen an den Schulen. Was wir sehen, ist aber ein Flickenteppich. Es gibt vorauseilenden Gehorsam. Es gibt Bundesländer, die sogar noch drüber hinweggehen, was vom Bund jetzt ja an Freiheiten, möglichen Freiheiten geschaffen worden ist. Also hier wünschen wir uns dringend auch wirklich bundesweit eine Rückkehr zur Normalität. Ja, wir von den Fraktionen sind frisch gestärkt und motiviert aus diesem Treffen hervorgegangen und werden die Anträge und Gesetzesvorhaben, die wir untereinander jetzt besprochen und für gut befunden haben, in die Fläche auswalzen. So geht Zusammenarbeit, so geht AfD. Vielen Dank.